So, da ist Horten und er hat auch ein Huhu, also ne, schon gehört, wahrscheinlich mit seinem Megafon da oben, mega am Start. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal hier Hallo sagen. Los, mein Sohn. Nimm meine Hand. Sich vorstellen, Level verlassen. Er muss mich natürlich erstmal volle Kanne anbrüllen, weil ich bin ja taub, kein Problem. Sind Sie Priester? Oh, das hier. Ach Gott, die Klamotten habe ich nur gefunden. Ich heiße Horten. William J. Blazkowicz. Blazkowicz, Terror-Billy? Höllenfeuer, du solltest doch tot sein. Bin auferstanden. Tja, Terror-Billy, ich will ja nicht unhöflich sein, aber was machst du hier? Abgesehen davon, dass du unsere Arsche rettest. Ich bin vom Wiesenau-Kreis. Wir starten eine Revolution. Ist das so? Das hier ist der letzte Ort, an den sich das Krebsgeschwür der freien Gedanken im ganzen Süden und darüber hinaus ausbreiten kann. Wir sind die Ausgestoßenen, die Mittellosen, alle, die keine gottverdammten amerikanischen Kleinbürger sind. Der Mann da, der sich gerade einen Drink genehmigt, das ist mein alter Freund Paris Jack. Paris Jack ist ein Schläger, ein Raufbold, ein echter Anarchist und ein genialer Klarinettist. Stimmt's, Paris? Ich blas nicht gern ins eigene Horn, wenn du verstehst. Die Straßen sind ruhig, Horten. Niemand... Moment. Ja, alles ruhig. Das ist die Professorin. Mit ihren Glubschern kann sie einen Dreckfleck auf dem Arsch einer Kuh auf 100 Meter erkennen. Diese verfickten Regimewichser. Wenn die hierher kommen, reißen wir denen den Arsch auf. Mit Glanz und Gloria. Halleluja! Ihr seid gute Leute hier. Schließt euch uns an. Gute Leute können wir immer brauchen. Wie wollt ihr eure hübsche Revolution denn lostreten, Terror-Billy? Terror-Billy? Heilige Scheiße, er ist es. Hat die Regimetante sie nicht getötet? Scheint, unser Freund hat Gevatter tot gesagt. Fick dich, Mann. Er ist beim Wiesenau-Kreis. Lebende Legende. Ich weiß, wer das ist. Oh, verdammt. Da kommen sie. Paris, ich bin irgendwie nervös. Würdest du dich drum kümmern? Ich sehe mal, was ich tun kann. Also meine Ma sagte, trau keinem Mann, der keinen Whisky verträgt. Also setz dich, Terror-Billy. Entspann dich und trink anständig aus. Oh, was zum Teufel ist das für ein Zeug? Old Horton's Special. Alter Schwede. Hör zu, Terror-Billy. Ich respektiere deine Ambitionen, aber es ist einfach zu spät, verstehst du? Die Welt ist total im Arsch. Alles, was uns bleibt, ist diesen Whisky zu trinken und darauf zu warten, bis wir draufgehen. Ich erwarte, dass Sie so ein Feigling sind. Wir haben schon für eine Revolution gekämpft, bevor das Regime kam. Unsere Bürgerrechtsbewegung hat als erste Gleichheit für alle befürwortet. Kennst du das Konzept der Bürgerrechte, Terror Billy? Nein, wohl nicht. Du bist nur ein Soldat, oder? Kumpel, ich habe mein Leben für Freiheit und Gerechtigkeit in Amerika riskiert, während Sie und Ihre Künstlerfreunde überall Bolschewistenpropaganda verteilt und gegen die Mobilmachung gewettert haben. Was nutzt Ihre verfickte Gleichheit, wenn Sie nicht den Mumm haben, für Ihre Leute zu kämpfen, wenn der Kojote schon an Ihre Haustür kratzt? Wir stellten uns Ihnen entgegen. Der imperialistischen Kriegsmaschinerie der Vereinigten Staaten von Amerika und den Geldgeiern der Wall Street, die die Kinder des Proletariats reihenweise in fremde Länder zum Sterben schickten, damit sie sich die Taschen füllen konnten. Es waren nicht Ihre eigenen Söhne, die auf den verdammten Stränden bluteten. Nein, für ihre Drecksarbeit zogen sie Leute wie dich ein, während die Dollars reinströmten. Du bist eine Marionette kampflustiger Männer in edlen Anwesen. Ich habe den Scheiß durchschaut und wollte da nicht mitmachen. Und auch stehen sie vor mir, bewaffnet. Jagen das Regime. So wie ich. Unterschied, sie kommen zu spät zur Party. Hätten sie mal ihren Arsch bewegt, dann hätten wir den Krieg vielleicht gewonnen. Nur nichts verschütten, Horten, der frisst sich direkt durchs Horn. Davon wirst du blau, Terror Billy, du aufrechter Handlanger der Eliten. Hören Sie mal, für diesen Scheiß habe ich keine Zeit. Sie müssen sich entscheiden, aufgeben und krepieren oder kämpfen. Ich will nicht mit dir streiten, Terror Billy. Ich habe das Kämpfen satt. Was hat? Wissen Sie was? Ich kriege bald Kinder! Und niemals werde ich sie in eine Welt voller Regimearschlöcher großziehen! Also was seid ihr? Hinterwäldlerische, degenerierte, besoffene, Bolschewisten-Feiglinge? Verdammte Verräter? Mann, oh Mann, das ist das erste Mal, dass jemand nach mehr als einem Old Horton Special noch bei Sinnen war. Ich mag dich, Billy. Du hast Mumm. Na gut. Lass uns eine Revolution.
schnell, ist clever und hat ihn durchgeführt. Also, wie ist der Plan? Du reitest ihn, Cowboy. Ja, Mann. Du reitest da raus, ziehst das Feuer dieser Pisser auf dich und wir schlagen uns mit allen Überlebenden zum Hafen durch. Geht klar. Alles steht und fällt mit deinem Boot. Was wird dort sein? Wow! Ruhig! Charles, entschuldigen Sie, bitte Ihr Temperament. Horton, komm besser wieder hoch. Es wimmelt vor Regimesoldaten. Test, Test. Alles bereit, Harold Billy? Viel Spaß! Okay, das finde ich jetzt wieder geil. Nee, auch gerade Tutorial Panzerhund. Sollten wir vielleicht mal machen. So, Panzerhund. Der Panzerhund lässt sich mit der regulären Steuerungskonfiguration bewegen. Drücke linke Maustaste, um den Flammenwerfer abzufeuern. Steuerung links, um vom Panzerhund abzusteigen. Geht auch. Oh Gott. Das heißt, wir können wahrscheinlich wieder die Gegend erkunden. Okay, nee, ich fand auch die Szenerie gerade geil mit dem Trinken. Auch wenn BJ ein bisschen übertrieben hat. Mit seinen Sprüchen, aber ich meine, gut. Er hat ja gesagt, ne, nach einem Glas ist kaum noch einer stehen geblieben und wir haben es trotzdem geschafft. Also alles gut. So, was war? Mit Steuerung links können wir absteigen. So, können wir ihn nicht irgendwie die Arbeit machen lassen? So, James Anderson. Alles klar, Mr. Anderson. So, erstmal schauen hier. Was haben wir denn hier noch? Die meisten würden wahrscheinlich sofort loslaufen. Ich guck mich erstmal um. So, da ist auch nichts mehr. Alles klar. Nee, wahrscheinlich haben die so oder den Panzerhund hier so abgerichtet oder umprogrammiert. Signal entdeckt. 123 Meter, leck mich am Arsch. Dass der quasi. Ja, dass der nichts mehr alleine kann. Wollen wir schleichen oder wollen wir... Ach komm, weißt du was? Scheiß drauf. Wer wird denn hier schleichen? Ach so, einer kommt auch noch. Erstmal Feuer im Arsch machen hier. Sieh doch mal so ein Ding hier in Action. So, ich wage mich mal nicht so weit vor. Ich weiß nicht, ob die von links und rechts irgendwie schießen. Ach, die kommen da raus. So, kam hier einer raus? Ja, da ist noch. So, das sollte den eigentlich ausschalten, hoffe ich. Ja. Granaten können wir auch verwenden. Das ist gut. Wir haben zum Glück unendlich Munition. Obwohl, Feuer, 20 von 20. Wer schießt denn da? Ach, hier. So, ich traue mich, wie gesagt, nicht zu weit vor, weil ich habe Angst, dass sie mir von der Seite dann blöd kommen. Ich denke nämlich, dass die da auch irgendwie gleich noch kommen werden. Ah, das sind die Kills da rechts. Okay, jetzt verstehe ich das. Alles klar. So, ich glaube, hier ist nichts mehr. Alles klar. Da kam noch irgendwas raus. Und wo schießen die denn hier? Also der Stromkasten da, oder was? Oder. Hey, ich sehe da nicht, wo die schießen. Das ist das Problem. Vielleicht sollte ich die Sache doch zu Fuß erledigen. So, komm so an, junger Mann. Hier gibt's Barbecue gratis. Keine Ahnung, wo die da schießen. Ach, da vorne ist er. Okay. So, kann ich hier durch? Ist hier mal gerade durch. Ich muss hier mal einen heißen Atem verteilen. So, außerdem ist hier irgendwo noch ein Soldat, beziehungsweise ein General, aber der ist auf der anderen Seite. Ach, springen geht auch. So. Ich räume erstmal auf, ne? Und dann gucken wir uns um. Ah, was ist das denn Geiles? Hi! Oh, ich gehe mal weg. Das Ding wird wahrscheinlich gleich runterfliegen. Tschüss! Ist ja geil. Noch mal so ein Zeppelin da.
So, moin. Ich muss hier mal aufräumen. Ein reinigendes Feuer hat schon immer ein Wunder gewirkt, hatte ich mir sagen lassen. Mann, das Chili war vielleicht scharf, ich kann dir sagen. So, wir haben den General immer noch nicht erledigt. Ich frage mich, wo der wohl ist. Mal ein bisschen Feuer verteilen hier. Okay, da ist er nicht. Schlägt Alarm. Oh, der scheint irgendwo oben zu sein. Da komme ich wahrscheinlich so gar nicht hin. Wems. Oh, hier geht's gar nicht durch. Guten Tag. So, da oben ist auch noch was. Hallo, guten Tag. Man nennt mich auch den Lichtbringer. So, das haben wir auch erledigt. Rüstung, ein bisschen aufladen, sehr schön. Finde ich geil hier, dass man die Rüstung wieder aufnehmen kann, dass man den quasi wieder neu ausstatten kann. So, ich glaube, ich habe den General vergessen, ne? Ist aber egal. Das macht nichts. Habe ich einen vergessen? Tatsache. Mensch, ich denke, als wieso schießt der denn da? So, ist klar. Man könnte wahrscheinlich auch ohne Panzerhund hier durch, aber... So, müssen ja eigentlich nur den Weg frei machen, ne? Schade, die Fässer kann man gar nicht. Doch, kann man. So, ein bisschen draufhalten. Danke. So. Da kann man noch hoch, ne? So, ist doch sehr dunkel. Ich muss mal ein bisschen hell machen hier. So, war es das denn jetzt hier endlich? Geil. Ich glaubte dort oben noch etwas zu sehen. Ich war mir nicht sicher. Kann man eigentlich sprinten mit dem Ding? Naja, zumindest ein bisschen schneller laufen geht. So, da hinten scheint einer zu sein. Ich glaube, wir haben gleich ein Duell. Zeit für ein Duell. Mal schauen, wer den stärksten Atem hat. So, ich glaube, das war es sogar schon. Das Ding lebt noch. Noch nicht mehr lange. Zack und ciao. Ging jetzt doch schneller tot, als ich dachte. Achso, ich laufe den mal. Kann man den einfach platt laufen? Ne, das geht nicht, ne? Doch mal auf jetzt da hinten. Eine Schrotflinte auf Reichweite gehen ist scheiße, Freunde. Da habt ihr euch alle versteckt. Da auch noch. So, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Meine Güte. Halt noch erstaunlich wenig aus, muss ich sagen. Die da rumeiern, wenn ich da drauf schieße. Hammer hat. Stell dir mal vor, ich würde das alles zu Fuß machen. Das will ich gar nicht, will ich gar nicht drüber nachdenken. Hi!
So, schlägt Alarm. Ich gebe dir gleich mal Alarm. So, wer schießt denn hier die ganze Zeit? Du bist das, ne? So. So, Rüstung, Rüstung, Rüstung. So, verlasse den Bereich durch die Kanalisation. Du warst ein guter Freund, aber du bist viel zu groß geworden. So, das war der General Bergfrühling, den haben wir auch noch gerade erledigt. So. So, durch die Kanalisation müssen wir dann abhauen. Okay, ich muss aber hier, wie gesagt, vorher noch sowieso schnell den Enigma-Code einsammeln. Und darüber hinaus sind hier noch ganz viele Ecken, wo ich noch nicht war. Was ist hier? Hier ist es auf jeden Fall scheiße dunkel. Okay, keine Ahnung. So, ich habe jetzt keine Ahnung, ob der andere General draußen jetzt noch lebt oder ob das jetzt hier derselbe war. Da müssen wir rein. Das ist sehr auffällig. So. Abgesehen von der Munition, die hier überall noch rumliegt. Was ist das denn hier? Achso. Möchte ich mich doch nochmal ganz kurz umgucken. Beeil mich auch, versprochen. So, das haben wir auch. So, weil hier waren nämlich noch so ein paar Stellen. So, schade, dass die Musik jetzt auch schon wieder vorbei ist. So, hier zum Beispiel, hier gibt es bestimmt noch was. Oder auch nicht. Oh, guck mal hier. Wo geht's denn hier? Alter, hätte man komplett schleichen können. Und dann ohne Panzerhund quasi machen. Da hätte man sich hier komplett durchschleichen können. So, warte mal, ich muss mal kurz auf die Karte gucken, ob hier noch irgendwo Interesse... Ach du Schande. Okay, da vorne ist auf jeden Fall was von Interesse. Genau hier. Paris Jack ist wieder da. New Orleans, 8. November 48. Louisiana, berühmtester Klarinettist, kehrt am Samstag 20 Uhr zu einem Auftritt im Club All the Jazz nach New Orleans zurück. Auch Paris Jacks Herz scheint schon im wilden Rhythmus des Jazz schneller zu schlagen. Mein allererster Jameson auf der Bühne hatte ich im All That Jazz. Daher fühlt sich die Rückkehr mit der Catalines nach all den Jahren an, als würde sich ein Kreis schließen. In dem kleinen, düsteren, verrauchten Clubs von New Orleans bin ich als Musiker groß geworden. Paris Jack wurde in New Orleans geboren und begann im Alter von 8 Jahren Klarinette zu spielen. In der Musik finde ich wahren Frieden, etwas, das die Welt heutzutage dringend nötig hat. So, so. Den haben wir ja eben kennengelernt, den Kollegen. So, mal gerade ein bisschen aufladen. Wie gesagt, ich benutze das Ding viel zu wenig, ich weiß. Aber das kann einfach nicht so viel wie das andere Lasergewehr, leider. Oder Laserkraftwerk heißt das ja, ne? So, hier möchte ich doch auch nochmal schön schauen. So, was ist hier? Warum ist das hier so beleuchtet? Ich habe keine Ahnung. So, mal gerade gucken, was hier noch steht. So, da hinten ist eine Leiter. Da ist noch was von Interesse. Da jetzt nicht mehr so, aber da links. Dann gucken wir da nochmal. Hier irgendwo wäre noch was. Hier unten. Ne, da bin ich hochgekommen. Warte mal. Da wäre aber angeblich noch irgendwas. Laut der Karte. Gut, da hinten. Da müssen wir gleich hin. Da haben wir den Panzerhund abgestellt. Da kommen wir gleich erst hin. Ansonsten hier vorne ist jetzt überall nichts mehr. Okay, ich hätte halt gern die Karte noch gehabt von dem Gebiet hier. Aber das ist wohl leider nicht möglich. So, warte kurz. Da hinten, ja gut, das ist eine Leiter. Da kommen wir doch auch nur nach unten, ne? Ja, das ist die andere Seite. Hat jetzt dann so viel leider auch nicht zu sagen. Ja gut, hier komme ich nur wieder ganz zurück, ne? Ist schon Wahnsinn, wie weit man hier in dem Level zurück kann. Das
Jetzt kann ich gleich alles wieder zurückrennen, aber naja, gut, ist egal. So, ist hier noch was? Wo bin ich hier? Aha. Oh Gott, nee, jetzt renne ich aber nicht mehr alles zurück, Freunde. Nee, nee, nee. Das lassen wir mal schön bleiben. Ich hatte halt nur gedacht, dass hier vielleicht noch irgendwo was ist, aber das sieht jetzt dann nicht danach aus, als wäre hier noch was. Nee, dann... Da oben geht's auch nicht hin. Okay, dann würde ich sagen, los geht's zurück. Dann will ich halt nur noch wissen, was dieser Ort von Interesse oder vielleicht diese Lupen, ne? Ich meine, die eine Lupe ist eben verschwunden, also müsste da noch irgendwas sein, was wir noch nicht eingesammelt haben. Die Frage ist halt, was? So, ich entschuldige mich schon mal für die Fehlerrennerei hier in der Folge, aber wie gesagt, das ist mir doch wichtig, dass wir da das ein oder andere noch einsammeln, was wir vergessen haben könnten. So, hier wäre angeblich noch ein Ort von Interesse. Warte mal. Ne, nicht hier, sondern... nee, warte mal, das ist es nicht. Kurz nochmal hoch. Und zwar da hinten auf der anderen Seite von diesem Ding. Kurz gucken. Geht's hier runter und dann rechts. Also hier. Aber hier war ich doch schon. Warum ist hier noch ein Ort von Interesse? Was ist denn hier? Weil das haben wir uns schon eingesammelt. Und hier unten ist jetzt nur wieder... Ja. Hä? Was soll das hier sein? Vielleicht einfach nur wegen der Munition oder so? Limit erreicht. Bin ich hier vielleicht noch nach oben? Warte mal. Ah, eine Starkarte! Guck mal einer an. Matt Patterson. Na gut, dass wir den noch gefunden haben. Mensch, Junge, Junge. So, dann können wir hier wieder nach oben. Alles klar. Wir haben ja eh alles voll. Und dann können wir hier noch weiter nach oben. Mensch, wo geht's denn hier noch hin? Das ist ja mega. Gut, dass ich hier nochmal hingegangen bin. So, was haben wir jetzt hier noch Schönes? Alter, wofür kann man denn hier bitte nach oben? Ich meine, gut, klar, hier kann ich natürlich alles schön von oben abschießen. Aber die können uns genauso abballern. So, hier geht's wieder runter. Und hier rein. Okay, interessant. Hier ist aber auch kein Ort von Interesse mehr. Da ist noch ein Alarmding, also da wäre wahrscheinlich ein... Ja, jetzt sind wir wieder hier. Okay, interessant. Nice. Gut, haben wir das auch gesehen. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt gerade noch zum Levelende. Und dann ab in die Kanalisation, würde ich sagen. Warte mal, ich renne jetzt zurück, oder? Renne ich zurück? Nee, ich renne richtig. Das war mal eine coole Sache. Das ist wie mit dem Mech aus dem ersten Teil. Mit dem da durch den... Ja, durch das Gefängnis in Eisenwald konnten wir da rennen. Das war auch ganz cool. So, dich müssen wir leider hier lassen. Das tut mir leid. Wo ging's rein? Da ging's rein. Aber Leute, das sehen wir erst in der nächsten Folge von Wolfenstein: The New Colossus. Bis dann.